Und da sind wir wieder bei Bioshock. Tief im Inneren von Ryan Industries. Und wir müssen den Weg gehen. Hier gibt es so viel einzusammeln, das ist der Hammer. So ist's recht, wir kommen hier kaum voran. Legt euch mit meinen Gizmos an. Ich zeig euch, wo es lang geht. Gucken mal. Was ist das? Der Sand ist schon drauf. Der hat uns gerettet. Dankeschön. Hallöchen, Freunde, und da sind wir wieder bei Bioshock. Ja, letztes Mal ist natürlich das Spiel abgeschmiert, während wir hier diesen Teddy erbeuten wollten. Und ich schau mal, ob es jetzt funktioniert. Ja, scheint zu funktionieren. Okay, prima. Ja, und wir können mal wieder einkaufen, sehe ich gerade. 860. Das ist schon gar nicht mal so wenig. Ach, hier liegt noch einer. Hallo, hallo, hallo. So, und hier haben wir auch noch eine Waffen-Upgrade-Station. Da schauen wir uns auch gleich mal um, was wir hier Nettes haben. Hm. Feuergeschwindigkeit ist jetzt nicht so, glaube ich. MG-Schadenssteigerung. Ja. Hochwahrscheinlichkeit, Schadenssteigerung von den Armbrüsten. Ne, wir machen das MG, würde ich sagen. So. Dann gehen wir mal hier ein bisschen einkaufen. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, Moment. Damit ich weiß, wann wir denn aufhören. Ein Plasmid-Slot auf jeden Fall. Genau, was haben wir denn hier Schickes? Noch nicht so schöne Sachen. Werden wir dann erstmal schauen. Körpertunika-Slot. Schauen wir dann auch erstmal noch. Kampftunika-Slot. Schauen wir dann auch erstmal noch. So, Eve-Upgrade. Erhöht ihr Maximum an Eve? Jawohl. Jetzt muss man mal schauen. Insektenschwarm 2. Holen wir uns. Elektrobolt 2, holen wir uns. Abfackeln 2, Elektrohaut. Mhm. Safer, genau, das ist auch gut. So viel zur Auswahl, meine Güte. Können wir noch hier irgendwo einen können wir noch holen. Ich wollte gerade beim Hacken. Nö, schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Gesundheitsupgrade. Immer her damit. Winterblast. Immer noch gar nicht drin, sehe ich gerade. Cool. So, 219 haben wir noch. Dann werden wir mal den Elektrobolt erhöhen, oder? Oder ne, Abfackeln 2, auch cool. Elektrohaut. Was ist das hier? Verringert die Preise, das ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich denke mal, das reicht erstmal. Da sind wir ein bisschen besser dabei. Geil. Haben wir noch gar nicht ausprobiert, ne? Das müssen wir dann auch noch machen mit der Zeit. So, weiter geht's hier mal. Ich musste natürlich ein bisschen spielen, um hier wieder hierher zu kommen überhaupt. Aber jetzt habe ich mal gespeichert vorhin. Das heißt, wenn wir jetzt sterben sollten, dann muss ich nicht so weit spielen. Das heißt, wir können wieder von hier anfangen, gemeinsam auch zocken, ohne dass ich hier irgendwas privat noch zocken will.
Hier haben wir noch eine Station. Wie Geld haben wir noch? Was zur Hölle? Das ist anscheinend eine kaputte Station. Okay. Hätte mal auch einer sagen können. Und ich weiß übrigens nicht, wie gut man mich hört. Falls der Sound zu leise ist, tut es mir leid, weil ich habe gerade hier einen Popschutz sozusagen fürs Mikrofon gekauft. Und ich weiß noch nicht, wie schwer das die Lautstärke beeinträchtigt. Deswegen nimmt es mir erstmal nicht übel. Ich muss noch ein bisschen rumprobieren. Aber spätestens nach dieser Aufnahme. Spätestens nach dieser Aufnahme sollte die Lautstärke dann wieder passen. Ich hab grad so ein bisschen Schiss hier. Was wollt ihr? Ja, und wir sind übrigens immer noch auf dem Weg zu Ryan. Nun langsam reicht's aber, Freunde, Freunde. Hä? War da nicht gerade noch Leichen? Ich ahne Schlimmes. Vielleicht kommt hier doch eine Masse an Leuten an. Boah, Alter. Das sind ganz schön gut, muss man doch noch irgendwas machen können. Aber die lassen sich nicht. So, mal gucken, was das hier macht. Nein! Flucht. Ich hätte mich vielleicht mal heilen sollen. Was wollt ihr denn? Alter, die sind stark. Gibt's ja wohl gar nicht. Von hier überall Gegner. Wir haben so wenig Familienkids. Was ist dort? Was ist wo? Oh, ich hasse die. Die halten viel zu viel aus. Das ist schon wieder ein Big Daddy, aber ich habe jetzt gerade keine Lust auf einen Big Daddy. Wir müssen erstmal ein bisschen vorankommen. Wir sind hier. Ach, Genbank. War das jetzt hier runter? Ja, ne? Jo. Dann hier rein. Ich nehme mal die Bienen am besten. Und ja, nehmen wir jetzt einfach mal Granatkirchen. Oh. Ist sie jetzt bis dahinter geflogen oder was? Nö. Ja, die stehen da auch wieder auf hier. Ich sehe es doch schon kommen. Wo sind die jetzt hingeflogen? Ach, hier. Und die Frage ist, wo sind jetzt die anderen? Da. So. Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Ich kann auch plündern und zerstören, ja. Aber das kann ich ziemlich gut. Das muss er mir mal lassen. Ich
erzähl dir mal was über diesen Kiburz und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, ja, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. So, hab ich mal ein bisschen eingekauft. Und ich speichere mal hier zwischen. Man weiß ja nie, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Nichts Interessantes für uns zumindest. Okay. Und hier ist ein Big Daddy ohne Little Sister. Wie viel müssen wir denn finden? Zwei können wir hier noch finden, okay. Ja, wir sollten eigentlich... Ja, sollten wir schon machen, oder? Schreibt es mal in die Kommentare hinein. Spaß. Kommt er? Und da ist Ruhe im Karton. Komm hier. Doch. Ist doch alles gut. Bitte. Kein Ding. Alles cool. So. Fehlt also nur noch eine. Die findet sich auch noch ganz schnell. Ja, und was soll ich jetzt hier? Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Mit dem Pfeil folgen. Achso, wir müssen hier rein. Stimmt. Der ist noch nicht tot. So. Also ich kann die echt nicht leiden. Das sind mal Gegner, die sind wirklich uncharmant. Die leben doch alle noch wie. Leiche, okay, der sollte tot sein. Leiche. Die Spritze ist immer gut. So, nehmen wir jetzt eine Waffe. Hä? Das kann ich selbst machen. Treffe ich ihn nicht. Frechheit. Da muss er halt geblitzdings werden. Wenn wir den wieder finden, den guten Mann. Ich bin einfach ab! Gemacht. So. Jetzt wollte der hier irgendwas. Hier unten oder hier oben? Ah, hier. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Wow.
Ja, der hat ein kurzes Leben anscheinend. So. Ein Riegel essen, ne? Was können wir noch hier runter? Und da haben wir nämlich auch was Nettes zum Anhören. Und das sollen wir uns auch anhören. Sicherheitslücke. Haben wir jetzt erstmal nicht. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Okay. Strom haben wir abgeschalten. Und hier kommen natürlich wieder Gegner. Wo ich gerade eine Aufnahmepause machen wollte. Moment mal! So, Ruhe im Karton. Und wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich würde ja denken, aber jedes Mal... Da ist immer noch jemand drin. Da ist es. Ist es das? Oh. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Was ist das? Leck was alles nur noch schlimmer für dich. Ich will sterben, sag mal. Und ich bin hier immer auf dem Fliegenthron gefliegen, weißt du? Ich Der Nachteil hier dran ist, man kann nichts mehr aufheben. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, und wie gesagt, wir machen eine kleine Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.